wunderschönen guten Morgen hier aus Venezia Mestre. Wir haben hier gerade gefrühstückt. Wir wurden heute Nacht aufgefressen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe hier einen Mückenstich auf der Lippe. Das war widerlich. Genau hinter dieser Mauer hier so. Wir zwei verlassen jetzt den Park hier. War eine an sich nette Stelle, so für mitten in der Stadt. Sind allerdings gut zerstochen worden. Und froh, dass es jetzt wieder an die Gasse geht. Hoffen, dass wir gut mitgenommen werden. Hier sieht es schon mal sehr voll aus. Hoffentlich klappt das auch an die Autobahn. Wir haben frische weiße T-Shirts an. Das wirkt so, als wenn wir noch vollkommen sauber wären. Naja, mal sehen. Hier geht es in alle Richtungen ungefähr. Das ist natürlich nicht so gut, aber wir wissen nicht wie sonst und deswegen stellen wir uns jetzt hier mal hin, in der Hoffnung, dass das alsbald was wird. 2 Stunden später. So, Planänderung. Es kam so eine richtig coole Frau, die uns gesagt hat, dass da, wo wir stehen, dass es da nicht so gut ist, beziehungsweise man schlecht anhalten kann. Das war mir schon bewusst, aber nicht nur, dass sie das einfach bemängelt hat, sondern die war richtig konstruktiv und hat uns gezeigt, wo wir hier hinkommen auf so einer Raststätte. Wir sind jetzt hier bei so einem Kreisverkehr und das ist eigentlich voll ideal, weil hinter diesem Kreisverkehr geht's direkt auf die Autobahn Richtung Triest dort. Das heißt, das ist genau unsere Richtung. Hier fahren zwar jetzt natürlich nicht mehr so viele Leute rum wie dort, die uns mitnehmen könnten, aber die, die hier fahren, sind dafür wahrscheinlicher, dass sie uns auch gut mitnehmen können und so. Und deswegen bin ich guter Dinge, dass das schon was wird. Also ich bin froh, dass wir noch einen Platz haben. Wie siehst du das, Jolter? Top. Gut. So, kleine Planänderung bei uns. Ursprünglich wollten wir über Salzburg zurückfahren, also über Kärnten, Österreich, hintenrum, Triest und so. Aber da uns jetzt hier jemand mitgenommen hat, nachdem wir lange gewartet haben, Richtung Verona, werden wir wieder über Innsbruck, also den Brenner, zurückfahren. Beziehungsweise uns überlegen, ob wir noch einen Abstecher zum Reschensee machen. Und dann würden wir hinten über Meran fahren. Aber mal sehen, was sich eben so ergibt. Wer im Internet auch immer das Gerücht in die Welt gesetzt hat, es sei verboten, in Italien per Anhalter zu fahren, ich habe das mal gelesen, stimmt garantiert nicht. Es ist schon 20 übertrieben. Bestimmt aber garantiert 7 Polizisten an uns vorbeigefahren, die haben nichts gemacht. Ja, wir sind mitten in Bolzano angekommen, von einem netten Außendienstler mitgenommen bis hierher. Der konnte auch richtig gut Deutsch, nachdem wir uns fast 2 Stunden in Verona, die Beine in Po gestanden haben. Aber hat dann ja doch noch ganz okay geklappt und haben die Pläne jetzt umgeschmissen. Wir wollten erst nach Salzburg zu meinen Verwandten, aber wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann können wir auch Meran und den Reschensee noch mitnehmen. Ich meine, so viele Gewässer, wie es nur geht, oder? In dem Sinne werden wir jetzt noch mal ein bisschen alpin statt mediterran und gucken, wie gut wir hier wegkommen. Eben gerade standen Jolter und ich ja noch in der Gasse. Wir haben gerade ein paar Fotos vom Jolter gemacht, so schnapp, schnapp. Ich glaube, es war sogar drauf, wie der Typ anhält. Weil während ich noch Fotos gemacht habe, hat er schon direkt angehalten. Das ging rucki zucki, also hier im Norden fängt schon mal mit einem guten Eindruck an. Wir haben jetzt die Autobahn alles hintergelassen und müssen jetzt die Landstraße, ich glaube, da hoch. Aber das müssen wir nochmal genau checken, wie es jetzt weiter zum Reschensee kommt. Und hoffen einfach, dass es weiter so schnell klappt. Es sind jetzt noch 50 Kilometer oder so. Wir machen jetzt einfach hier für jeden Stopp, wo wir stehen in den Alpen, weil wir alle nasslang anhalten, ein Foto, die lasse ich einfach mal alle eins nach dem anderen durchlaufen. Dann seht ihr, wie oft wir in Etappen bis zum Reschensee per Anhalter gefahren sind. Während sich der Jolter da gerade streckt, wir sind hier ausgestiegen. So, mit einem Rocker 5 Kilometer weitergefahren. Ja. Ja.
dunkle Bärchen gucken. Kleine, grün. Ja. Das wollten wir sehen. Ah ja. Und von hier aus laufen wir dann auch. Das könnte gut sein. Aber es ist das ganze Ding Stausee. Ja. Und woher kommt das Wasser? Aus den Bergen. So, ihr seht wahrscheinlich herzlich wenig. Wir haben das Zelt hier aufgebaut auf so einem, naja, halbwegs versteckten Platz. Ich zeige euch das Ganze mal von, mit einer Blitzlichtaufnahme unter so Bäumen. Der See ist von uns ca. 100 Meter entfernt, der Reschensee. Wir haben dann eine entspannte Zeit gehabt an dem Türmchen, haben was gekocht, waren noch baden, ein bisschen chillen. Und jetzt sind wir relativ K.O. und hauen uns einfach in die Kiste, ohne groß ein ordentliches Ende zu drehen. Weiter geht das Ganze dann morgen. Ich bin gespannt, was es gibt. Das war ja mal wieder ein Tag voller Planänderungen, aber so ist das. Man muss eben einfach flexibel bleiben. Genau. In dem Sinne, eine gute Nacht. Gute Nacht.